Hey, ich bin Wo und auf meinem Kanal dreht sich alles... Nee, falsches Intro. Ich bin Vortrex und willkommen zu Grill die Gurken. Das bin ich und wir legen direkt los, würde ich sagen, ne? Frage 1. Von 2013 bis 2016 waren du und Crazy Candice Teamkollegen in der F1 Bros League bei KTM und Toro Rosso. Wie viele Siege konntet ihr in dieser Zeit zusammen erlangen? So, 2000... Oh, fuck, ich weiß nicht, wie viel auf 2013 Candy gewonnen hat. 2014 haben wir gar nicht gewonnen. 2015 habe ich zweimal und Candy einmal gewonnen. 2016 hat wieder keiner gewonnen und 2017 war weg. Das heißt, wir haben drei... Oh Gott, wie oft hast du in der ersten Saison gewonnen? 8? Ja, 8 insgesamt. Ach komm, mit wie vielen WM-Zielern bist du 2017 im Supercup zurückgetreten, als du nur 5 Punkte in der Dennis FMM auf Platz 2 in der WM lagst? Darf ich kurz... Eine 5-Punkte-Toleranz. Eine 5-Punkte-Toleranz? Ja. Ja, ich weiß, glaube ich, nach 4 Rennen hatte ich, glaube ich, genau 100. Wie bin ich zurückgetreten? Nach 7? 154? Knapp. Wie viel? 162. Das ist nicht mehr in der 5-Punkte-Toleranz. Das ist leider kein Punkt. Ja, passiert, ne? Oh, wer kommt denn da? Warum wurde Ligagründer Bargamer beim Abu Dhabi Rennen aus dem 13. disqualifiziert? Weil er und sein Teamkollege Master Cornflake Hülkenberg-Fan dazu aufgefordert haben, die Wand zu fahren. Boah, ein Safety-Car auszulösen, so. Hülkenberg-Fan, Safety-Car. Erster Punkt. Boah, geil. Mal schauen, ob es der letzte war. Was ist bei folgender Audio passiert? Oh, oh, die probieren hier beide. Ah! Warte, ich brauche den Anfang nochmal. Also, ich finde, ich habe einen legitimen Platz. Machen wir den Anfang? Ja. Oh, oh, die probieren hier beide. Du hast trocken, er hat den Kämpfer verfasst. Also, ich finde, ich habe einen legitimen Platz. Also, es war Crazy Candice involviert. Ja. War es 2014? Nein, auch ein kleiner Tipp: es war nicht in einem Ligarennen. Es war in einem Die Bros Zocken Online Video. Oh, in Kanada? Die Bros zocken. Letztes im 17er Spiel oder im 16er noch? 16er. Aha, was auch das war, das also dieselbe Aufnahmesession wie auch dieses Barco Video, wo Tosi dich zerstört hat? Das war's. Das war das sogar? Das war mein Schwein, genau. Ja? Ja, okay, gut. Der Video haben mich alle nicht geguckt, das habe ich nur mich gerade an das Thumbnail erinnert. Deswegen. So, nächste Frage. Vor kurzem verließ uns mit Niki Lauda eine der wohl größten Legenden im Motorsport. Unvergessen, wie ihm nach seinem spektakulären Unfall auf dem Nürburgring 1976, Alter, das ist echt hässlich, was du da schreibst, in nur 40 Tagen das größte Comeback der F1-Geschichte gelang. Auf welcher Strecke war dies? Im Monsterplatz 4. Korrekt. F1-Brush-Legende Binder Reusdorf schrammte einige Male nur knapp am Podium vorbei. Auf welchen drei Strecken belegte er Platz 4? Singapur auf jeden Fall? Ja. Spa? Ja. Eine von Binders Lieblingsstrecken. Uff. Uff, uff, uff. Wo er besonders 2014 ein gutes Rennen hat. Also jemanden sehr gut aufgehalten hat. Malaysia? Ah ja, klar, ja. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Frage Nummer 7, meine Freunde. Mitte Mai bist du in einem Video von KuchenTV erwähnt worden. Das muss man mal loben. Ja. In welchem Jahr hat dieser seinen YouTube-Kanal gegründet? 2013 oder 2011? 2011. Ich wollte gerade sagen, ja. Ich glaube, 2013 habe ich angefangen, ihm zu gucken. Ja, ich habe letztens seinen Kanal gestalkt, deswegen wusste ich es gerade. Wer hat das Mixgrill bestellt? Ja, wer hat es nun bestellt? Ja, das war dieser komische Typ, der am Platz neben uns saß, der in die Gruppe geschrieben hat, oder auf YouTube geschrieben hat, dass er uns sogar erkannt hat, aber nicht sagen wollte. Und man weiß, der Typ ist sogar auf dem Gruppenbild zu sehen im Hintergrund, wie er sein Mixgrill schneidet. So, Frage 9. Welche drei aktuellen Formel-1-Piloten wurden Vize-Weltmeister in der Formel 2 bzw. GP2? Von den aktuellen Piloten? Ja, Norris natürlich, ne? Ja. Drei Stück sind es aktuell. Vizemeister in der Formel 2 wurden, würde ich annehmen, dass diese als Formel 1-Piloten nicht bei den Top-Teams vielleicht sind. Ja, das habe ich mir gedacht. Also, von Toro Rosso keiner. Von Magnussen, ne?
Nee, Magnussen war nicht. Ach nee, der ist vom Renault gefahren. Sainz ist auch vom Renault gefahren. Hülkenberg war Champ. Ricciardo war auch vom Renault. Kubica ist zu alt. Dan Stroll ist da auch nicht gefahren. Perez, hinter Maldonado 2010. Perez, genau. Ja. Grosjean. Grosjean hinter Hülkenberg 2009? Nicht? Ja, Grosjean war Meister 2009, war glaube ich sogar Vize. Oder war er Dritter? Dritter, oder? 2009 war auf jeden Fall... Also ich bin ja großer Reifen. Ja. Ah, Giovinazzi. Für irgendwie einen Punkt oder so hinter Gasly. Genau. 2016. Nenne so viele Formel-1-Fahrer wie möglich, die für Caterham angetreten sind. Das sind Peak, Van der Garde, Kobayashi, Eriksen, Lotterer, Stevens, ja. 13 Punkte. Oh, sieht mir da auch 13. 9 zweiten Spitzenreiter. Ein Punkt mehr wäre wohl drin gewesen, ne? Aber, ja, die wurde schon krass geholfen. Ja, ich wollte sagen, also ja, da... Ja, aber sowas. Alleine wärst du durchgeflogen. Ey, also 13 Punkte in der Schule war ich auch nie besser. Kann man, glaube ich, mit zufrieden sein, ne? Ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Geil, kennt ihr das immer durchs Bild. Diebstahl, Diebstahl. Auf zur Strecke, haut rein, Leute.